Der Euro gerät immer mehr unter Druck und das nicht ganz zu Unrecht, muss man sagen. In diesem Video möchte ich unter anderem die Frage besprechen, ob US-Aktien der geeignete Schutz vor einem Euro-Crash sind. Außerdem eine kleine Überraschung für euch. Also, schaut's euch an. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich und ich hoffe, es geht euch gut. So. Gleich geht es nicht um irgendwelche Fragen, sondern es geht um drei ganz konkrete Fragen von Ronald. Ronald, wer ist das? Ronald ist ein neuer Bekannter von mir aus Hamburg. Ich habe nämlich gestern mit ihm telefoniert und ihn gefragt, Ronald, die Fragen, die du da gestellt hast, waren jetzt, ob nun zufällig oder nicht, genau die, die aus meiner Sicht ganz, ganz viele Geldanleger jetzt umtreibt. Und deswegen möchte ich diese Fragen gerne einmal öffentlich machen, also auf meinem Kanal zeigen. Selbstverständlich werden die privaten Sachen rausgestrichen. Hast du was dagegen? Der Ronald hatte glücklicherweise nichts dagegen und deswegen werden wir über diese drei sehr, sehr wichtigen Fragen, denn wer macht sich momentan nicht Sorgen um den Euro? Über diese drei Fragen werden wir gleich sprechen und ich werde sie natürlich aus meiner Sicht beantworten. Vorher möchte ich noch ganz kurz auf ein neues Projekt von mir hinweisen, Podcast. Podcast ist eigentlich wie YouTube, nur anders, weil ohne Sehen, nur Hören. Die Themen, die ich auf meinem neuen Podcast bespreche, werden zum Teil auch etwas mit YouTube zu tun haben. Die werden aber zum Teil auch ganz exklusiv nur für den Podcast-Kanal sein. Es lohnt sich also durchaus, beide Kanäle zu abonnieren, wenn man sagt, ich habe Spaß an den Themen rund um die Geldanlage. Es interessiert mich einfach. Und insbesondere kann ich denjenigen, die sagen, manchmal, also ich bekomme das hier selten mit, dass jemand sagt mal, mein Video sei irgendwie zu lang. Tatsächlich hat zum Beispiel der Ronald gesagt, die sind überhaupt nicht zu lang. Ihm und seiner Frau, die aber manchmal gerne lieber eine Serie gucken würde, hat sie auch gesagt, die finden zum Beispiel die Länge genau richtig. Aber andere sehen es wieder anders und hätten es gerne ein bisschen kompakter. Ist auch alles völlig in Ordnung. Ich möchte dazu nur sagen, die Podcasts, die werden in der Regel etwas kürzer sein. Also schaut es euch mal an. Ich blende euch hier den Link ein. Ist, denke ich, durchaus eine sehr schöne Ergänzung. Jetzt kommen wir zu den drei Fragen vom Ronald aus Hamburg. Er hat mir eine ganz nette Einleitung, könnt ihr mal schauen, geschrieben. Er hat gesagt, mittlerweile gehörst du quasi schon zur Familie, weil ich ständig deine Videos anschaue. Er hat mir, wie gesagt, im Telefonat dann verraten, seine Frau bräuchte das jetzt nicht unbedingt zweimal die Woche. Aber sie guckt mittlerweile mit. Ich bedanke mich bei ihr dafür, dass sie mit dem Ronald zusammen das durchhält. Ich weiß auch, wie viel Mühe und Arbeit der Videodreh macht und großes Lob, das kommt gut rüber. Vielen, vielen Dank. Ich selbst betreibe auch einen allerdings kleinen YouTube-Kanal Wohnmobil Power. Und da möchte ich mal ganz kurz sagen, so klein ist der Kanal gar nicht. Ich glaube, knapp über 4000 Abonnenten. Habe ich natürlich mal reingeschaut, so wie das Ronald gesagt hat. Und ich kann nur sagen, also schaut selber mal rein, wenn ihr Lust habt. Ich bin überhaupt kein Wohnmobilist. Ich habe 0,0 Ahnung davon. Was ich aber mag, ist, wenn jemand authentisch rüberkommt. Und das ist beim Ronald so. Der stellt nicht 20 Minuten lang irgendwelche Kameras dahin, macht dann noch einen Lichtcheck und schaut, wie komme ich heute rüber. Sondern der nimmt die Kamera, dreht los. Durchaus finde ich ihn übrigens eine sehr, sehr gute Qualität. Und wen solche Themen interessieren, wie, was hat er gemacht? Ich glaube, also er hat seinen Weber-Grill genommen, er war unterwegs, eine gebackene Banane mit Snickers. Auf die Idee musst du erstmal kommen. Und also schaut einfach mal rein, wenn euch Wohnmobile interessieren sowieso, wenn ihr sagt, authentische Typen auf YouTube mag ich auch, dann schaut bitte rein. Mir hat es sehr gut gefallen, ich habe den Kanal abonniert. So. Dann schreibt mir der Roland weiter. Du hast bei mir so viel Vertrauen aufgebaut, dass ich mich jetzt traue, einige Fragen zu stellen. Leider habe ich im Freundesbekanntenkreis keinerlei Gesprächspartner, mit denen ich meine kleinen Geldfragen besprechen kann. Und zur Bank gehe ich schon gar nicht. Dann nutze ich lieber deinen Kanal. Vielen, vielen Dank, Ronald, erstmal für dieses Vertrauen natürlich. Das Thema Geldanlage und insbesondere Aktienanlage im Bekanntenkreis, das kennen sicherlich viele von euch. Wir sind halt eine Minderheit. Ja, wir sind ein Volk von Dichtern, Denkern, wir können Innovationen, wir können Patente anmelden, aber irgendwie mit der Geldanlage hapert es da noch ein bisschen. Warum? Vielleicht mögen wir nicht so gerne Risiken, was auch immer. Darum soll es heute nicht gehen, sondern um die drei Fragen, die der Ronald mir geschickt hat. Die erste Frage,
Du sprichst in deinen Videos immer von einem langen Anlagehorizont von 10 Jahren oder länger. Mit 65 ist das so eine Sache, Punkt, Punkt, Punkt. Und da hat mir der Ronald noch sehr genau seine Lebensumstände beschrieben, aber das gehört natürlich nicht hier mit rein. Die Frage ist aber umso bedeutender, weil ich glaube, viele von euch fragen sich, ja, wie lange sollte man das eigentlich machen? Und wann ist es Zeit, vielleicht sich von Aktien zu verabschieden? Denn eines ist mal klar. Egal ob 65, 25 oder 45, die Gesundheit geht vor. Und in dem Moment, wo jemand das Gefühl hat, ich schlafe schlecht, weil ich in Aktien investiert bin. Warum? Weil Aktien fraglos auch mal fallen können. Wer erinnert sich nicht an den letzten November bzw. Dezember? Da ist der Markt mal ganz schnell um 20% eingebrochen, zumindest der DAX. In den US-Indizes sah es ein bisschen besser aus. Aber natürlich können Aktien fallen. Und wem das auf den Bauch schlägt oder wer sagt, ich kann dann einfach nicht schlafen, der sollte nicht in Aktien investieren. So einfach ist das, unabhängig vom Alter. Und natürlich ist die Frage vom Ronald mit den 65 insofern berechtigt, als dass man sagt, okay, für die langfristige Anlage, es gibt, wenn wir, je länger wir den Zeitraum wählen, desto sicherer ist es, dass wir trotz möglicherweise zwischendurch auftretender Buchverluste am Ende eine schöne Rendite erzielen werden. Das heißt also, es gibt ja, bis auch, glaube ich, einen einzigen konstruierten Zeitraum. Es gibt keinen, meine ich, keinen Zeitraum größer als 10 bzw. 12 Jahre seit dem Zweiten Weltkrieg. Selbst wenn man die 80er Jahre mit reinnimmt, die kein so gutes Börsenjahrzehnt waren, in denen man an der Börse nicht Geld verdient hätte. Und wenn wir uns die Durchschnittsrenditen anschauen, dann liegen die zwischen 6%, 7%, 8%. Da brauchte es noch nicht einmal die Konzentration auf besonders gute Unternehmen, ja, also nicht die Königsklasse Einzelanlage, sondern wir reden hier von einer marktbreiten Anlage. Und da gab es im Durchschnitt 6%, 7%, 8%. Dafür muss man aber eben auch 10, besser noch 15 oder länger anlegen. Und je älter man ist, desto eher stellt sich die Frage, möchte ich das, kann ich das? Deswegen würde ich es mal so abkürzen. Es gibt eine sehr schöne Formel, die ist zwar sehr simpel, aber aus meiner Sicht weist sie in die richtige Richtung. Und die sagt, 100 minus dem Lebensalter ergibt in etwa die Aktienquote. Mit 65 würde das bedeuten, 100 minus 65, es bleibt dann also 35%. 35% der Vermögensanlagen in Aktien. Wichtig, es geht hier nicht nur um die Depotgröße. Wenn wir über Vermögensanlagen sprechen, dann muss alles dazu gezählt werden. Also Immobilien, meine Güte, vielleicht hat die Frau als ein großes Arsenal an Goldschmuck, vielleicht Kunst, andere Sachwerte, Gold selbstverständlich, Edelmetalle im Allgemeinen. Also sein gesamtes Vermögen schauen und dann sagen 35%. Hier kommt es natürlich auch darauf an, über wie ein großes Gesamtvermögen verfüge ich. Das heißt also, was passiert, wenn sich im Worst Case Aktien zwischenzeitlich halbieren im Wert? Ja, wer will ausschließen, das werde ich hier ganz sicherlich nicht tun, dass es einen Crash geben kann. Momentan sind die Anzeichen, deuten überhaupt nicht auf einen Crash hin. Aber who knows, ein Black Swan tritt eben nicht auf, weil man ihn erwartet, sondern weil er völlig unerwartet kommt. So. Und wen das jetzt umwirft, wer sagt, ich muss dann möglicherweise eine neue Hypothek auf meine Immobilie aufnehmen oder ich muss dann mein Gold verkaufen, was ich eigentlich gar nicht machen wollte, oder ich muss eben genau in dem Moment, wo das Blut die Straßen runterfließt, muss ich dann meine Aktienanlage auflösen, das darf natürlich nicht passieren. Das heißt also, da müsst ihr ein bisschen drauf schauen, was brauche ich, wie lange kann ich auch auf das Geld verzichten? Das ist Teil 1 der Antwort. Das heißt also, ja, die Aktienanlage darf ruhig etwas weniger werden. Das heißt auch, dass die Gesamtrendite möglicherweise dann etwas geringer sein wird, aber dafür mehr Sicherheit ins Depot kommt. Und wer sagt, insgesamt bin ich aber von dem Sachwert Aktie so überzeugt, der kann noch einen zweiten, ich will nicht sagen einen Trick, aber eine zweite Umstellung vornehmen. Er kann nämlich... Es gibt mehrere Studien darüber und es ist erwiesen und es ist auch nachvollziehbar, dass ein diversifiziertes Portfolio auch über die verschiedenen Arten der Aktienanlage hinweg durchaus sinnvoll ist.
Das heißt, wir haben defensive Aktien, wir haben vielleicht einen kleinen, sehr kleinen Teil Nebenwerte, der aber der sehr sehr explosiv steigen kann, wenn die Aktienmärkte in einer Hosse sind, beziehungsweise wenn wir die richtigen Aktien ausgewählt werden. Wir haben den Wachstumssektor, den Value-Sektor. Und wer sagt, ja, Aktien, aber ich möchte das Risiko ein klein wenig rausnehmen, der geht in den defensiven Bereich, der geht überwiegend in dividendenstarke Titel. Denn wenn wir uns Unternehmen anschauen, die seit Jahrzehnten Dividende zahlen, dann sind das Unternehmen, die in der Regel in eher gesättigten Märkten unterwegs sind. Gesättigt hört sich jetzt erstmal schlecht an, aber gesättigt muss nicht schlecht sein. Denn wenn ein Unternehmen jährlich 5, 6, 7, 8, 9% wächst und jährlich seine Dividende um 3, 4, 5, 6% steigern kann und eine schöne hohe Ausschüttungsquote hat, dann sind wir mit so einem Dividendendepot sehr gut aufgestellt. Und im Übrigen, darum wird es in einer der nächsten Videos gehen, kann man so auch ein passives Einkommen generieren. Also, wenn wir uns gute deutsche und europäische Werte angucken, also ohne Währungsrisiko, dann können wir momentan mit einem 100.000 Euro Portfolio im Jahr Dividenden zwischen 4.000, ja, 4.500 und 5.500 Euro erwarten. Und das ist natürlich, wenn man das stetig bekommt, ist das natürlich auch ein schönes Zusatzeinkommen zu einer betrieblichen Rente oder zu einer staatlichen Rente. Wenn wir etwas Währungsrisiko akzeptieren, also US-Aktien hinzunehmen, dann können wir das Ganze sogar noch monatlich gestalten. Denn es gibt US-Unternehmen, die monatliche Dividende ausschütten. Und dann haben wir über das Jahr so bummelig 6.000 bis 6.500, die wir zu unserem Einkommen dazu bekommen können, zu unserer Rente dazu bekommen können. Klar, mit Währungsrisiko, aber auf Sicht von Jahren gleicht sich das dann wieder aus. Und insofern ist dieses Thema passive Einkommen natürlich gerade in der Altersklasse dann sehr, sehr wichtig. Ja, werde ich demnächst ein Video drüber machen. Wer das nicht verpassen will, passives Einkommen mit Dividenden, der abonniert am besten den Kanal. Und mit dieser kleinen Glöckchenfunktion bekommt ihr dann eine Nachricht, wenn das nächste Video hochgeladen ist. So, zweite Frage. Ganz, ganz wichtig, habe ich mal extra rausgenommen. Der Roland hatte sie Ronald, der hatte sie mit in der ersten Frage drin, aber ich habe es jetzt mal getrennt, weil es wichtig ist, bei einem Gewinn von 15% verkaufen, Fragezeichen, also der Ronald hat einzelne Aktien, liegt da im Gewinn und sagt sich, naja, wenn die Durchschnittsrendite des Aktienmarktes irgendwo bei 7% liegt, und ich habe jetzt schon 15% verdient, soll ich dann nicht verkaufen? Und hier ist es ganz, ganz wichtig. Und ich weiß, Ronald, an dem Punkt würdest du dir natürlich auch eine klare Aussage wünschen, jawohl, verkaufen da und dann und wieder kaufen da und da. Aber die gibt es nicht. Die aktive Geldanlage an der Börse nennt sich, auch wenn Geldanlage irgendwie ein bisschen netter formuliert ist, ist eine Spekulation. Es gibt die langfristige wiederkehrende Anlage. Ich spare also monatlich oder quartalsweise in Aktien. Ob nun über ETFs, über Aktienkäufe, wie im Zukunftsdepot beispielsweise. Weil wir eben dort die Qualitätsaktien kaufen, haben wir eine bessere Rendite, als wenn wir nur in ETFs investiert hätten. Aber dafür muss man eben die Zeit oder die Expertise auch aufbringen. So, das ist eine Möglichkeit, langfristiges Aktiensparen. Und davon völlig zu trennen, stellt euch bitte eine hohe, unüberwindbare Mauer dazwischen vor. Ich habe es in einem der letzten Videos gesagt, die Vermischung dieser beiden Disziplinen geht nicht gut. Auf der anderen Seite, hier ist die langfristige Anlage, auf der anderen Seite ist die Spekulation. Und eine Spekulation hat ganz andere Regeln und eine Spekulation erfordert auch mehr Know-how. Das heißt also, ich muss mich zum einen mit der Markttechnik auskennen. Ich muss also klar sagen, wann steige ich ein. Ein Anlegermagazin zu kaufen, was mir sagt, die Aktie ist übrigens toll, und dann am nächsten Montag kaufen oder am nächsten Mittwoch oder wann auch immer. Das ist keine spekulative Anlage. Das ist, ich kaufe etwas und hoffe, dass es gut geht. Aber so ist es nicht gemeint. Es gibt da ganz klare Regeln und vor allen Dingen muss man sich darum kümmern. Profis kümmern sich immer zuerst um den Worst Case. Also was passiert, wenn die Aktie nicht in meine Richtung läuft? Die Frage, ob man bei 15% verkauft, die kommt also erst viel später. Die Frage wäre vielmehr, wann fange ich denn an zu verkaufen? So, und da gibt es eigene Regeln.
Wer sich damit beschäftigen möchte, der kann hier auf dem Kanal selbstverständlich sich die Videos anschauen. Der schaut vielleicht auch mal beim Tradermacher YouTube-Kanal. Da geht es um das sehr viel aktivere Anlegen. Aber ob wir es nun Trading, Spekulation, aktive Anlage nennen, es ist klar zu unterscheiden. Insofern, um die Frage aber ganz kurz zu beantworten, nein. Bei einem Kurs von oder einem Gewinn von 15% automatisch zu verkaufen, ist keine Idee. Denn aus 15% können, wenn der Trend für dich läuft, auch 45 oder 70% laufen. Und dieser gute alte Spruch, Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen, der gilt nun mal. Also eine feste Gewinnmitnahme bei 15% ist nicht sinnvoll. Und jetzt die dritte Frage, die habe ich bereits im Intro kurz angesprochen. Wie schon erwähnt, lest einmal bitte mit, tätige ich meine Aufträge über die, da kommt seine Bank, und kaufe meine Aktien in Euro. Auch US-Aktien, wie zum Beispiel Apple, wird nur in Euro angeboten. Sollte man nicht besser vorsichtshalber in US-Dollar kaufen? Was passiert nun eigentlich, wenn zum Beispiel der Euro abgewertet wird? Sind dann die gekauften Unternehmen, also die Aktien in Euro, auch nur noch ein Bruchteil wert? Was passiert, wenn wir demnächst die D-Mark wiederbekommen? Ja? Oder eine andere Währung statt dem Euro. Wir sagen also, so wie die Briten, das mit uns nicht mehr. Tage 2 Salden, 900 Milliarden, machen wir nicht mehr mit. Ja, besprechen wir in einem separaten Video. Müssen wir die Sinnhaftigkeit, lassen wir heute mal raus. Aber wenn wir da ein Umtauschverhältnis bekommen, also all das rund um die Euro-Sorgen. Was ist da eigentlich mit Aktien? Muss ich das besser, wenn ich sie in US-Dollar von vornherein kaufe? Gute Frage. Sehr häufig gestellte Frage. Und wenn jetzt einige von euch dabei sind, die sagen, ja, das ist doch ganz klar. Das ist ganz vielen ist das nicht klar. Ich weiß, für diejenigen, die sich mit der Aktienanlage sehr gut auskennen, für die ist die Antwort sonnenklar. Aber ich habe diese Frage häufig gestellt bekommen. Deswegen vielen Dank, Ronald, dass du sie geschickt hast. Es spielt keine Rolle, in welcher Währung du eine Aktie kaufst. Entscheidend ist nämlich nicht die Währung, das ist nur das Tauschmittel bzw. das Zahlungsmittel, mit dem du jetzt den Unternehmensanteil erwirbst. Entscheidend ist, dass du einen Unternehmensanteil erwirbst. Dieser Unternehmensanteil, der ist unabhängig von einer Währung. Du kaufst dir einen Sachwert, du kaufst dir ein Stück von Apple. Ja? Die Aktien selber, die notieren an einer Heimatbörse, in dem Fall von Apple, in US-Dollar. Aber wenn du hier an der Börse in Frankfurt oder in Stuttgart oder im Computerhandel Xetra kaufst, dann reagiert der Kurs, kaufst du natürlich in Euro, aber immer auf das, was in den USA passiert. Deswegen ist es im Übrigen bei Auslandsaktien auch immer sinnvoll, auf die Handelszeiten zu achten. Das heißt also, US-Aktien möglichst nach 15.30 Uhr kaufen. Dann weiß nämlich der Makler in Frankfurt, wie die Aktie an der Heimatbörse handelt. Vorher muss er raten, was passieren wird. Aber es ist völlig egal, in welcher Währung. Das ist ja das Schöne an dem Sachwert Aktie. Und das ist vielleicht zum Teil auch die Antwort darauf, möchte ich mit 65 noch Aktien haben? Denn Aktien bieten einen glasklaren Schutz vor Inflation und auch vor einer Währungskrise. Es ist nämlich völlig egal, auf Basis welcher Währung du kaufst. Deine Apple-Aktie, die wird sich immer danach richten, was mit Apple in New York passiert. Und wenn der Euro komplett über den Jordan geht, wir sagen jetzt einfach mal, der Euro zehntelt sich im Wert. Ja, irgendwas ganz Dramatisches passiert in der Eurozone. Und mit einmal ist der Euro gegenüber dem US-Dollar nur noch ein Zehntel wert. Dann spielt das für deine Aktie keine Rolle. Weil dadurch, dass die Heimatwährung entscheidend ist, wird dann deine Apple-Aktie hier in Deutschland 9 Zehntel mehr wert sein. Das heißt also, den Wertverfall des Euro gegenüber dem US-Dollar gleicht die Aktie zu 100% aus. Das gilt auch gegenüber der Schwedenkrone, das gilt auch gegenüber anderen Aktien. Das hat man übrigens sehr schön gesehen, wenn man sich Aktien aus Venezuela angesehen hat. Der Aktienmarkt in Caracas, ja, momentan ist die Inflation in Venezuela praktisch von einem Tag auf das andere wird das Geld immer wieder wertlos. So hoch ist die Inflation in Venezuela. Deswegen ist der Aktienmarkt in Caracas auch der beste, wenn man nur auf die Rendite schaut, ja,
der letzten Jahre. Also ein paar 10.000, wie formuliert man es? Also mehr als 10.000% hat die Börse Caracas in den letzten Jahren gemacht, weil der Sachwert, der dort gehandelt wird, diese Inflation ausgleicht. Also um es abzuschließen, es ist völlig egal, ob du die Apple-Aktie in Euro oder in Dollar kaufst. Sie wird immer so viel wert sein, wie ein Apple-Anteil eben wert sein soll. Insofern ist auch ist eine Aktie auch der ideale Schutz, genauso wie andere Sachwerte auch, gegen den Niedergang eines Systems oder gegen den Untergang des Euro, wenn er denn aus irgendwelchen Gründen kommen sollte. Wobei ich dazu sagen muss, es gibt Pro-Argumente, es gibt Kontra-Argumente. Ich möchte das in der nächsten Woche nochmal extra aufgreifen. Also, wenn ihr den Kanal schon abonnieren wolltet, weil ihr sagtet, passives Einkommen, dann macht es am besten noch schneller, weil nächste Woche geht es um den Euro und um das, was dafür spricht, dass der Euro nicht mehr so lange existiert, aber auch um die Argumente, die dafür sprechen, dass er vielleicht doch noch etwas länger existiert, als der ein oder andere das momentan erwartet. Einfach mal reinschauen. So, Ronald, ich hoffe, die Fragen sind soweit beantwortet. Wenn nicht, dann nutzt ihr die Kommentarfunktion am Ende. Und ganz zum Schluss lasse ich den Ronald auch nochmal zu Wort kommen. Denn er sagt übrigens, deine Newsletter, also er meint meinen Report, bekomme ich schon sehr gut. Das darf ich so stehen lassen und euch einladen, wenn ihr ihn euch auch mal ansehen wollt. Hier unter diesem Video könnt ihr das tun, absolut kostenlos und rentenschonend. Ich sende euch ganz herzliche Grüße, insbesondere dir, Ronald, und dann sehen wir uns am Mittwoch wieder. Macht's gut, bis dann und ciao.